Die Infos aus eurer Region. Informiert euch über die Top-Themen, kommentiert die Local Shots oder findet eure große Liebe. Giga Lokal auf giga.de. Herzlich willkommen zu Giga Bremen an diesem netten Donnerstag. Ich habe es gestern Abend natürlich angekündigt. Wir begrüßen heute die Band Miasma in der Sendung und zwar in der zweiten Stunde, also von 19 bis 20 Uhr. Aber alle Infos über diese Band findet ihr natürlich heute schon auf unserer Seite giga.de im Bereich Bremen. Ich würde euch die auch zu gerne zeigen. Leider ist mir das zurzeit forbidden aus unerfindlichen Gründen. Aber vielleicht funktioniert es ja bei euch. Man weiß es ja immer so genau nicht bei unseren Internettechniken. Insofern surft auf jeden Fall drauf oder ich verrate euch einfach jetzt schon mal die Webseite. Das ist nämlich www.miasma.de. CC. Und dann gibt es sehr, sehr viele Infos jetzt schon mal über diese nette norddeutsche Band aus Bremen. Natürlich speziell kommt, oh Gott, diese Kamera hat mich jetzt schockiert. Die ist ganz neu, ne? Wo haben wir die denn her? Hallo. Schön ist die. Und da stehen auch schon alle News auf dieser Seite und natürlich ganz, ganz unten Radio, TV, NBC, Giga Bremen, 18 bis 20 Uhr für das heutige Datum. Und morgen treten sie dann in Sonderbar auf. Aber wie gesagt, alle Infos gibt es heute darüber und natürlich über alle anderen Konzerte dieses Wochenendes und ganz, ganz viele schicke Fotos von der Happy. Also bleibt dran. Die Infos aus eurer Region. Informiert euch über die Top-Themen, kommentiert die Local Shots oder findet eure große Liebe. Giga Lokal auf giga.de. Zurück bei Giga Bremen. Ich bin sehr froh, dass das Chaos ein Ende hat. Wir brauchen nur noch eure Seite. Schön, dass du da bist, Daniel von Miasma. Erzähl ein bisschen mehr über eure Band. Ja, was gibt's zu erzählen? Wir bestehen seit ungefähr 6 Jahren. Mhm. Und haben jetzt gerade unsere dritte CD rausgebracht und deswegen sind wir wahrscheinlich auch hier. Und, ja, wir fanden das recht passend. Genau. Also ich sag mal, wir versuchen nicht so auf dieser Ebene, auf dieser regionalen Ebene zu bleiben. Ich denke, das ist das Besondere bei uns, dass wir versuchen halt mit möglichst professionellen CDs, auch ein größeres Publikum, also sogar jetzt bundesweit oder so anzusprechen. Mm. Ja, eure ersten beiden CDs haben aber schon eigentlich für ziemlich viel Aufruhr gesorgt. Also ich habe super viele nette Kritiken gelesen. Dennoch habt ihr entsetzlicherweise noch keine Plattenfirma. Warum? Genau. Keine Ahnung. Kann sowas sein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also in jeder Rezension, die über uns geschrieben wird, wird gefragt, ja, warum gibt es uns nicht auf dem Label? Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Wobei ich dazu sagen muss, wir spielen ja jetzt schon also 6 Jahre so zusammen und haben in der Zeit super viele Bands gesehen, die eigentlich sowas verdient hätten. Also gerade auch jetzt aus dem Bremer Bereich kennen wir viele Bands, die das wirklich verdient hätten, auf einem Label zu erscheinen, aber bei uns hat es noch nicht geklappt. Vielleicht jetzt ja mit dem dritten Album, jetzt kommt der Aufruhr. Hoffentlich, ja. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Ich habe irgendwie gelesen, Emotion, irgendwie was womit hattest du dich auf mich? Ja, das war so eine Geschichte. Wir wurden mal gefragt, wie unsere Musik so zu charakterisieren sei. Und wir haben immer gesagt, das ist Rockmusik. Ja. Und das hat irgendwann nicht mehr gereicht, weil wir viel mit Computern machen. Also wir haben teilweise Rock mit Techno-Elementen, sag ich mal, drin. Und und dieses E-Motion, also wir hatten da so Electric Motion draus gesehen. Ich würde sagen, also ich sage inzwischen eher, das ist so Digital Rock. Ich habe irgendwie mal gehört, den Begriff gibt's schon und ich denke, das passt. Okay, wir werden ja auch noch auf jeden Fall was von euch anhören. Jawohl. Wir haben jetzt ja auch die neue CD auf jeden Fall hier, die ihr gewinnen könnt. Wie habt ihr euch denn eigentlich gefunden, ihr sechs? Also es ist ja schon ein bisschen länger her, aber so alt seid ihr ja auch noch nicht. Schule schon noch oder wie war das? Ja, also der Hauptteil der Band ist zusammen zur Schule gegangen, mehr oder weniger. Also unser Gitarrist Daniel Beermann und ich, wir machen schon Musik seit 10, 12 Jahren. Also schon seit der 7. Klasse oder sowas. Mhm. Und dann kamen immer mehr Leute dazu, also wir haben teilweise auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute ausgetauscht, die irgendwie zu schlecht waren für unsere Ansprüche dann. Ja. Es hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann haben wir gemerkt, der Keyboarder kommt nicht mehr mit, ganz ehrlich, und dann musste ein neuer Keyboarder her. Und ich denke, jetzt diese Version von Miasma, die wir jetzt haben, ist eigentlich die perfekte. Ja, ich muss noch bitte die klassische Frage stellen, warum Miasma? Ja, wir haben da eine ganz einfache Geschichte.
wir haben den Duden aufgeschlagen und sind mit dem Finger durchgegangen. Die Seite stand bei M und der Finger war bei MI und ich glaube, wir waren dann über, weiß nicht, Mind oder so. Und dann haben wir auch gedacht, naja, Mind ist ja scheiße, irgendwie, dann nehmen wir doch das, was da drunter ist. Und da war dann oder da drüber. Ja. Und da war dann irgendwann Miasma kam dann raus. Ist ganz einfache Geschichte, blöd, aber so ist es. Und alle waren sich einig oder gab es dann schon eine Diskussion? Nein. Wir haben richtig ausgesucht den Namen. Also wir hatten irgendwie 10 Vorschläge und hatten auch lange überlegt, unseren alten Namen. Also wir haben vorher hießen wir Mortuary und es kamen halt immer wieder neue Leute dazu und irgendwann war Mortuary einfach nicht mehr da. Es waren nur noch 2 da von der Band. Und die Leute im Publikum, die haben gesagt, hey, das ist ja eine ganz andere Band, die Musik ist anders. Und da mussten wir einfach was tun. Aber es war ein langer Prozess, bis wir dann gesagt haben, hey, okay, wir benennen uns doch um jetzt. Ja. Aber jetzt bleibst du dabei. Und mehr von der festen Besetzung, nämlich Arne, genau, werden wir gleich noch kennenlernen. Der sitzt hinten und trinkt Kaffee. Ja, bereitet sich vor. Und wir hören natürlich was von eurer Musik. Schön erstmal für deinen Besuch. Vielen Dank, super. Daniel. Danke. Die Infos aus eurer Region. Informiert euch über die Top-Themen, kommentiert die Local Shots oder findet eure große Liebe. Giga Lokal auf giga.de. News heißt das neue Album von Miasma und eine, das ist auch ein blöder Karlauer, News bist du auch, ne? Arne, steht zumindest auf eurer Seite, deshalb sage ich das jetzt einfach. Ja. Warum? Wie neu bist du? Ich bin dieses Jahr erst dazu gekommen. Ich bin Frischling. Ja. Absolut, absoluter Frischling. Am Bass bist du? Am Bass, ja. Genau. Und wie kam das dazu? Wer wollte dich aus der Band? Gab es da jemanden? Das kam eigentlich in erster Linie daher, dass der ehemalige Bassist Uwe sich überlegt hat, er würde lieber Frontmann sein, was er eigentlich auch sehr gut machen kann. Ja. Aber dafür musste er halt den Bass ablegen und deswegen darf ich mir jetzt die Finger brechen bei dem, was er vorher gemacht hat. Ja, also kam sozusagen die Kombination mit Uwe zustande? Also Uwe hat dich angesprochen oder kanntest du vorher schon Miasma? Ich kannte die Leute eigentlich schon vorher, besonders mit Uwe war ich halt schon länger befreundet. Und wir hatten auch mal ein Projekt zusammen, wo Leute von Miasma dabei waren. Und war schön, weiß ich nicht. Und die Musik ist genau dein Ding? War nicht unbedingt immer mein Ding. Also ich bin nicht so ein ganz düsterer Mensch, sage ich mal so. Stimmt, die kommen ja aus der Gothic-Ecke, ne? Wie wir auch auf der Seite erfahren können. Ganz genau. Aber jetzt hat sich das ja so ein bisschen schon gewandelt. Es hat sich sehr aufgehellt. Durch dich sehr vielleicht weiß. Auch? Ja, ich bin so eine frohe Natur halt. Nein, Quatsch. Nein, es ist, weiß ich nicht, ich glaube, die ganze Band war irgendwie so in diesem Prozess, dass sie mal zum Teil zumindest ein bisschen heller werden wollte. So. Deswegen ist das neue Album auch weiß. Ja. Und die nächste Homepage, die kommt, Bobbit Ding, kaufen. Ja, am 15. Oktober kommt, glaube ich, die neue Homepage. Am 18. Oktober ist die Release-Party und in dem Zeitraum soll auch die Homepage kommen, okay, sofern sie denn gebacken bekommen wird. Da gehen wir doch mal ganz stark von aus. Ja, wollen wir hoffen. News, wo habt ihr das eingespielt? Das war in Soltau im Spektakulärstudium. Studium, alles klar. Kann man sich übrigens angucken unter www.spektakulär.com. Ja, oder halt auf, bevor ich das nicht richtig buchstabiere und mir hier den. Auf Miasma.cc gucken, egal was passiert, immer auf Miasma.cc gucken. Eben, und da stehen nämlich dann auch die Links, da gibt es dann auch den Fanclub und da gibt es dann das Studio. Wie kam denn das Studio? Das ist der Mann, der das gemacht hat, der Thomas Brunk, der kennt Miasma schon ab dem ersten Album. Also der hat die alle drei gemacht und der kennt die Band und der kannte mich auch so schnell, dass ich es kaum geglaubt habe, auch wenn er sich meinen Namen nicht merken konnte. Aber der macht das echt klasse, ist ein guter Mann. Ja, das kommt bestimmt noch. Morgen spielt ihr Sonderbar? Ist das in der Sonderbar und was ganz Besonderes ist, es ist halt ein Unplugged-Konzert. Das ist das erste von 3 Unplugged-Konzerten. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es das jemals wieder geben wird. Also, wenn, ich dann jetzt. Und bevor ihr dann die 1Live-Krone oder gewisse andere Preise abräumt und Unplugged dann vielleicht nicht mehr so. Ja, genau. Wenn man so berühmt ist und reich und so, dann, ne? Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Wollt ihr einen Preis abräumen? Wollt ihr vielleicht eine bestimmte Bühne entern? Oder gibt es da irgendwas, was ihr euch gesetzt habt? Ja, Weserstadion hatten wir vorhin schon gesagt. Ja, also nee. Betreiber meldet euch. Ja, hier, meine Telefonnummer ist hier. Ja.
Ja, also prinzipiell geht es natürlich wie den meisten Bands darum, mal irgendwie einen Deal zu kriegen, weil das muss ich auch irgendwie mal rechnen und 3 Alben sind verdammt teuer. Mhm. Ich bin zwar erst seit diesem dabei, aber das macht die Sache auch nicht billiger. Ja. Die meisten sind halt Studenten von uns. Und okay. Das ist eigentlich das Ziel. Alles klar, also wir suchen einen Booker und auf jeden Fall mehr Support für Miasma. Vielen Dank, Arne, für deinen Besuch und alle Infos auf miasma.cc. Ich danke. Die Infos aus eurer Region. Informiert euch über die Top-Themen, kommentiert die Local Shots oder findet eure große Liebe. Giga Lokal auf giga.de. Zurück bei dem launigen Giga Bremen. Miasma ist jetzt leider schon von dannen gezogen, aber wir haben ja noch die 3 neuen aktuellen CDs. News heißt das Album. Können wir mal sehen, Herr van Lill, höre ich gerade aus der Regie, weil wir haben ja einen Kameramann. Manchmal ist ja hier einer da. Das ist ja ganz, ganz spannend. Ja, gut, Schafe üben wir dann alles nochmal, ne? Guck mal, ich lege sie dir hier hin oder ich stelle sie so hin. Da kannst du ein bisschen drauf zoomen und dann an dem Ding drehen, dann wird scharf. So, wir haben natürlich alle Infos über Miasma entweder eben schon gehört. Wenn ihr das verpasst haben solltet, dann einfach auf giga.de im Bereich Bremen. Dort steht miasma@giga Bremen. Alle Infos natürlich auch mit der offiziellen Webseite. Inzwischen geht die Seite wieder. Ne? Insofern könnt ihr da auch wirklich dann alles bekommen im Artikel. Und neben dem Artikel gibt es natürlich auch nochmal ganz viele Shots and Picks von der Band. Das ist zum Beispiel Arne, den wir eben gerade gesehen haben. So sieht der junge Mann aus, wenn er in Action ist, am Bass. Das ist Daniel B., der zweite Daniel, an der Gitarre. Daniel haben wir eben schon gesehen, das ist der Sänger. Dieser junge Mann heißt Stefan, an den Drums. Und das ist Sven, der die Keyboards bedient. Und hier haben wir nochmal Uwe, der vorher Bass war bei Miasma. Diese Stelle hat ja jetzt Arne und inzwischen Vocals und auch noch ein bisschen Bass, aber eigentlich für die Vocals, also Frontman von Miasma ist. Natürlich haben wir auch die offizielle Webseite und den Fanclub von Miasma verlinkt. Och, ihr macht hier wieder Schwung mit mir, ihr kleinen, blöden Männer. Riesensauerei. Ich spiele jetzt einfach mal mein Lieblingslied von dieser Band an. Alles Bremer, auch wenn sie teilweise jetzt ein bisschen verstreut sind. Aber I Was Now natürlich auch auf dieser CD. Und ich finde persönlich ist das der für mich zumindest schönste Song. Ihr müsst euch das Ganze dann nochmal vielleicht in Ruhe anhören und dann selbst entscheiden. 14 sind drauf. 4 ist es. Hier alles etwas langsam. Wenn ich eine Vermutung anstellen darf, dann ist, glaube ich, die dunkle Stimme Uwe und die etwas hellere Daniel. Aber ich kann mich da natürlich auch täuschen. Surft auf jeden Fall auf die Seite, besucht morgen das Konzert. Also live gibt es die 6, dann in der Sonderbar in Bremen. Alle Infos natürlich auch nochmal auf der Webseite. Und morgen geht es mit unserem Band-Contest sozusagen und den ganzen Acts, die am Wochenende spielen, weiter. Beziehungsweise morgen gibt es dann ein perfektes Review zum Die Happy-Konzert heute Abend mit Glow. Wir werden alle Fotos und alle Interviews für euch bereithalten. Insofern surft morgen am Freitag auch wieder auf Giga Bremen. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend, vielleicht ein schönes Die Happy-Konzert. Bis morgen. Tschüss.